Die Frau riecht daher hin. Na, geht ja, hopp. Schade. Was haben Sie da für eine Brille? Seht ihr den Scheiß? Ja, was machst denn du da? Was mach ich da? Geschenke bringen. Haben wir Weihnachten oder nicht? Entschuldigung, ich frage euch einmal. Jetzt frage ich mal das Publikum. Brauchen wir den Wappler? Ich meine, bei uns in Österreich. Nein. Ich habe noch nicht gefragt. Bei uns in Österreich kommt doch das. Sind wir uns einig, wir brauchen ihn nicht? Wir sind uns einig. Also tschüss, Vierte und Papa. Was ist jetzt? Du hast was vergessen. Rote Nosen wird ranger und zu viel zu übergewicht. Ein Haben, die nicht passt und ein Bord, der nur sticht. Keiner braucht bei uns den Santa Claus. Dieser voller Hund tut das ganze Jahr nix hackeln. Opa spült sich dann blöd auf mit seinem Sackel und seinem Backel. Keiner braucht bei uns den Santa Claus. Er schiebt seine Bladewampen durch den Kamin in jedes Haus. Stoppt Geschenke in ein Socken. Nein, man, wer denkt sich eigentlich so blödsinnig aus? Die kleinen Weihnachtsöfen hacken im Akkord. Die Lorbeeren kriegt dann eher der Gefühle mit dem Bord. Keiner braucht bei uns den Santa Claus. Das Santa Claus, den kennt sich Jordan, der ist alles nur Show. Kann nicht einmal gescheit reden, sagt immer nur ho, ho, ho. Warum? Der Santa Claus hat bei mir keine Chance. Hey, für mich ist das Christkind Nummer 1. Also meine Liebe, wenn du schon sagst, das Christkind, bist gar nicht einmal so falsch. Aus diesen Bladen aus Amerika stammenden Typen gar nicht gibt. Naja, das ist ja noch nicht. Also. Aber der ist halt Blad. So, erstens, keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. Aber es gibt 300.000 Spezien von lebenden Organismen, die noch klassifiziert werden müssen. Und obwohl es sich dabei hauptsächlich um Insekten und Bakterien handelt, schließt es nicht mit letzter Sicherheit fliegende Rentiere aus, die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat. Punkt 2. Es gibt 2 Milliarden Kinder, das sind die Menschen unter 18, auf der Welt. Aber der Weihnachtsmann, scheinbar kein Moslem, Hindu, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15% der Gesamtzahl von 378 Millionen Kindern, laut Volkszählungsbüro. Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves Kind lebt. Na ja.
Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen. Wenn er von Osten nach Westen reist, was logisch erscheint, damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde. Somit hat der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit braven Kindern eine tausendstel Sekunde Zeit für seine Arbeit. Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die Socken füllen, die übrigen Geschenke unter den Weihnachtsbaum verteilen, alle übergebliebenen Reste des Weihnachtsessens verdienen, den Schornstein wieder raufklettern und zum nächsten Haus fliegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 Millionen Stopps gleichmäßig auf die ganze Erde verteilt ist, was natürlich, wie wir wissen, nicht stimmt. Aber als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir das, erhalten wir nur mehr 1,3 Kilometer Entfernung von Haushalt zu Haushalt. Eine Gesamtentfernung von 120,8 Millionen Kilometer. Nicht mitgerechnet die Unterbrechungen für das, was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss. Plus Essen und so weiter. Das bedeutet, dass der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1040 Kilometer pro Sekunde fliegt. Also der 3000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich, das schnellste vom Menschen gebaute Fahrzeug auf der Erde, Ulysses Space Probe, fährt mit lächerlichen 43,8 Kilometer pro Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 Kilometer pro Stunde. Führt uns folglich zur vierten Fakt. Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenommen, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set. Das sind in etwa ein Kilo. Dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen. Nicht gerechnet dem Weihnachtsmann, der übereinstimmend als übergewichtig beschrieben wird. Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 Kilo ziehen. Selbst bei der Annahme, dass ein fliegendes Rentier das zehnfache normale Gewicht ziehen kann, braucht man für den Schlitten nicht 8 oder vielleicht 9 Rentiere. Man braucht 216.000 Rentiere. Das erhöht das Gewicht, den Schlitten selbst noch nicht einmal mit eingerechnet, auf 410.400 Tonnen. Nochmals zum Vergleich. Das ist mehr als das Vierfache der Queen Elizabeth. Somit kommen wir zu Punkt 5. 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km pro Sekunde erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand. Dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muss dadurch 16,6 Trillionen Joule Energie absorbieren, pro Sekunde. Jedes. Anders ausgedrückt, sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen. Das nächste Paar Rentiere wird den Luftwiderstand preisgegeben und es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt. Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5000stel Sekunden vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird währenddessen einer Beschleunigung von der Größe der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 Kilogramm schwerer Weihnachtsmann, was der Beschreibung lächerlich wenig sein muss, würde an das Ende seines Schlittens genagelt, mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton. Damit kommen wir zu dem Schluss, wenn der Weihnachtsmann irgendwann einmal die Geschenke gebracht haben sollte, dann ist er heute tot. Wenn wir das Christkind jetzt schon da haben, also das Finanzamt hätte einige Fragen an dich. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen, sitzt neben mir. Es war beim Finanzamt zu betteln und flehen, denn das Finanzamt ist gerecht und teuer, verlangt vom Christkind die Einkommensteuer. Das Amt will noch wissen, ob es angeben kann, dass das Christkind so viel verschenken kann. Das Finanzamt hat es nicht kapiert, wovon das Christkind dies finanziert. Das Christkind rief: Die Zwerge stellen die Geschenke her. Da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer wäre. Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben und die Erlöse wären anzugeben. Ich verschenke das Spielzeug an Kinder,
wollte das Christkind sich wehren. Dann wäre die Frage der Finanzierung zu klären. Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben, wäre dieses jetzt besser zu sagen. Meine Zwerge besorgen die Teile und basteln die Geschenke in Eile. Das Finanzamt fragt, wie verwandelt, ob es sich um innergemeinschaftlichen Erwerb handelt. Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz, von einem illegalen Spendenkonto aus der Schweiz? Ich bin doch das Christkind. Ich brauche kein Geld. Ich beschenke doch die Kinder auf der ganzen Welt. Aus allen Ländern kommen die Sachen, mit denen wir die Kinder glücklich machen. Ja, dieses wäre ja jetzt wohl nicht geheuer, denn dann fehlt es an der Einfuhrumsatzsteuer. Das Finanzamt von diesen Sachen, keine Ahnung, meinte, dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung. Mit diesen Sachen, welch ein Graus, fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus. Denn das Finanzamt sieht es so nicht ein und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein. Ja, ganz ehrlich, das wäre ein Jammer, drei Tage vor Weihnachten. Dann wäre alles umsonst gewesen, geht ja gar nicht. Geschenke einkaufen, die fünf Punsch, was wir getrunken haben, nein. Drum habe ich einen schöneren, für mich passenden Schluss noch dran gehängt. Handschriftlich. Doch zum Glück gibt sich das Christakind nicht geschlagen und denkt sich, da werde ich mal einen guten Steuerberater fragen. Und dank einer tollen Beratung war bald klar, na, Weihnachten gibt es natürlich auch dieses Jahr. Der Weihnachtsmann, den es eine gibt, sieht es voll Leid. Mit meinem Ende habe ich das Christkind von der Steuer befreit. Es ist schon so, dass Weihnachten heuer ausfällt. Und warum, erkläre ich jetzt doch. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Ich habe es überfahren, es war ein Versehen. Ich hatte gerade die Augen zu, ich träumte beim Fahren in den Himmel. Das Christkind hat in dieser heiligen Nacht Bekanntschaft mit meinem Kühler gemacht. Später sah ich auch noch den Weihnachtsmann. Er feuerte gerade seine Rentiere an. Ich überholte den langsamen Wicht, doch sah ich den Gegenverkehr dabei nicht. Ich wich noch aus, doch leider nicht Santer. Ein kurzes Rumsen und er klebte am Mantel. Am Ende sah ich auch den Nikolaus. Er stürmte gerade aus dem Freudenhaus. Er kam ganz hektisch über die Kreuzung gelaufen, wollte am Automaten neue Bläser sich kaufen. Mein Auto und mich hat er wohl nicht gesehen. Jedenfalls blieben von ihm nur die Stiefel stehen. So ist die Moral vor dem Gedicht, fahr zu schnell dein Auto nicht. Denn als ich zu Hause war, da musste ich heulen. Mein schöner Wagen, der hatte drei Beulen. Vom Christkind, vom Niklas und vom Santa Claus. Tja, dieses Jahr fällt Weihnachten dann wohl aus. Still, 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 nichts mehr hören. Du Grinch. Still, still, still. Weiß Aspirin wirken will. Das war erst die fünfte Weihnachtsfeier. Zwar kommen nur bis Sonntag und Weiher. Still, still, still. Weiß Aspirin wirken will. Stress, 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 dass ich ja kein Geschenk vergess. Maria Hilfe, Straßengewühle, raub mir die letzten Weihnachtsgefühle. Stress, Stress, fix, wir schenken uns heuer nix. Schlaf, 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 weil ich gestern mich selbst übertraf. Vom Glühwein vertrag ich sonst nur 2 Liter, gestern gelang mir doch noch ein 3. Schlaf,
schlaf, schlaf, schlaf, weil ich gestern mich selbst übertraf. Ruht, 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 bis Silvester wird's wieder gut. Weihnachten ist vorbei, wunderbar, jetzt kommt die stillste Zeit im Jahr. Ruht, 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 bis Silvester wird's wieder gut. Von meinem tollen Pianisten Christian Gerzinski. Vielen Dank. Der liebe Christian, der hat jetzt etwas vorbereitet. Jetzt brauchen wir ein bisschen Saallicht, denn wir haben gesagt, wir feiern heute gemeinsam Weihnachten und da seid natürlich ihr auch gefragt. Also das ist leider auf der Karte nicht draufgeschaut. Das ist so was wie ein Mitmach-Info heute. Ja, ja, schönen guten Abend. Dadurch, dass mir jetzt selbst keine Weihnachtslieder einfallen, ich auch keine Noten mit habe, bräuchte ich jetzt Ihre Mithilfe. Und zwar nennen Sie mir bitte ein Weihnachtslied, was Ihnen einfällt. Ein berühmtes, bekanntes Weihnachtslied. Fröhlicher Schnee? Ja, genau. Oder Fröhliche, Sie waren vorher. Schön, und jetzt bräuchte ich dazu einen berühmten Komponisten. Verdi. Verdi, gut. Dann werden wir versuchen, wie hätte Verdi oder Fröhliche komponiert. Schnee komponiert. Okay. Ist mir auch neu, aber du wirst das beweisen. Tannenbaum, ja? Welcher Komponist? Heil! Falk! Falk 2, ich hab's. Heil, oder? Das war Strauß. Strauß? Strauß? Johann Strauß mit? Tannenbaum. Oh, Tannenbaum war es jetzt, gell? Ja, oder? Aus dem Holzer Stilrichtung sein, also Rumba, Cha-Cha, Samba, langsamer Walzer, Wiener Walzer. Single Bass, Rap. Was? Ihr Kinderlein kommt als Boogie, okay? Ja.
Christian Jeschko. Herzlich willkommen. So schaut er wirklich aus. Bitte, lieber Christian. Als Weihnachtsmann haben wir ihn ja schon gesehen, als Christkind auch. Und so schaut er wirklich. Ich meine, recht groß ist er trotzdem nicht, gell? Nein, aber ich kann auch sagen, das ist so der Weihnachtsmann passt schon. Das ist alles okay. Fürs Christkind? Ja, also nicht. Fürs Christkind? Also als Weihnachtsmann hast du mir besser gefallen, sagen wir es so. Ja, ich hätte mir leider nichts zahlt von dran. Ja, das ist das Problem. Ist ja genau. Keine Tantiemen. Aber danke, dass du da bist, lieber Christian. Sehr gerne. Möchte ich ganz kurz vorstellen. Ja, gerne. Der Christian betreibt, wie ich, eine Kleinkunstbühne in Wien, in der Wurmsergasse, und zwar das Tschocherl. Es ist auch wirklich ein liebes Tschocherl, ein richtiges Alt-Wiener Kellertheater. Genau. Für 55 Sitzplätze. Ja, 60 kriegen wir auch nicht zur Not. Also, wenn wir ein bisschen ein Öl über die Leute gießen, kriegen wir 70. Das sind Kinderdosen. Ja, ey, dann sind sie nicht im Öl, sondern sie schwimmen im Öl. Ah, na dann beides. Ja, na gut, ihr habt ja eh was Gutes zum Trinken dort. Kennengelernt habe ich den Christian, weil ich selber zweimal schon dort aufgetreten bin oder auftreten durfte. Ja. War recht eine hetze Gaude mit dem Christian und mit seiner Gattin, die ist da, die Eva. Hallo, servus. Also die, was man jetzt nicht hört, man, das ist meine Frau. Ja, und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch ihn schon mal gesehen im Fernsehen. Er spielt immer wieder mal mit, bei Tatort, und dann weiß ich, hast du diese tollen gedreht, diese Wirtshauskulturgeschichten da, diese coolen Werbespots. Für Österreich. Ja, das war auch sehr cool. Und für was die Lehrlingsoffensive. Wo hat man sie noch gesehen? Man hat mich auch 2019 als Pennyfleischhocker gesehen. Das war der mit den drei Rindschnitzeln fürs Fräulein Kathi. Ich weiß nicht, warum ich mich als Fleischer oder als... Zweimal im Wirstenschrank, glaube ich. Ja, zweimal bei der Wirstenschrank. Einmal blind und einmal mit Tatort. Nein, also blind ermittelt und einmal Tatort. Also immer irgendwas mit Essen, naja. Na ja. Passt eh. Von nichts kommt nichts. Passt eh. Das hat schon alles gut. Seinen Sinn. Nein, alles gut. Nein, und darum bist du heute da, und darum machen wir das gemeinsam, weil wir uns halt kennengelernt haben und gesagt haben, wir könnten das machen. Entstanden ist das zu Silvester eigentlich genau vor einem Jahr. Früher waren wir zu Silvester bei euch, da haben wir mit euch gefeiert, da waren wir da drüben beim Bier. Ich weiß nicht, in irgendeiner rührselig-weinseligen Laune, da haben wir gesagt, ich will mir dich nicht, da bitte ich mich machen. Genau, um 2 Uhr in der Früh ist das entstanden, oder 3 Uhr oder so. Ja. Ich habe nicht jetzt sind wir da. Ja, aber ich weiß es noch, genau. Ja, und jetzt sind wir da und mit einem Weihnachtsprogramm, und es geht auch flott weiter mit einem Gast, denn wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben extra Stargäste. Also wirklich, bis ja. Und der Christian hat einen Freund mitgebracht, für den werde ich jetzt Platz machen. Einen guten Freund, lieber Herr Roland May, kommen Sie zu mir auf die Bühne. Ach so, ein fesches Sweatshirt, wirklich. Ja, ich will nicht sagen, aber der Pullover ist ein Frechheit. Wobei, man ist schon. Also, er fühlt ja auch schon langsam aus, also früher war das so. Am Bauch drücken. Nein, er muss am Bauch drücken. Ja, bitte. Was passiert? Ah! So leicht, der Bauch. Na, schau da was an. Es ist, ja, ich auch nicht. Ich hab's jetzt gesehen. Lieber Christian, komm mal zum Thema. Es ist so, dass wir demnächst bei uns, der macht ja nicht. Ja, der macht uns sicher. Ja, super, aber da drauf drücken, nein, ist eine Spitze, weil ich eine gute Idee. Katze, wo will die noch einmal bei mir auftreten lassen? Das muss ich mir gut überlegen. Spaß beiseite, ernst herbei. Am 25. Dezember sitzen wir bei mir im Tschocherl, nämlich wir beide. Ich wieder lesenderweise, er kann nämlich nicht nur lesen, sondern er kann eigentlich auch Klavier spielen. Aber das traut er sich nie. Da sitzt immer so, was Leute hast du eingeladen? Bist du wahnsinnig? Ich hab doch nur die Frage. Nein, die hat Leute eingeladen. Und als solches haben wir eine alte Geschichte gefunden, so aus den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrtausends, kennt man jetzt mittlerweile schon sagen. Geschrieben seinerzeit von Gerhard Bronner. Und Gerhard Bronner und Qualtinger haben das damals gemacht. Und da hat es mehrere Geschichten des Herrn Ravnitscheks gegeben. Und unter anderem auch eine Weihnachtsgeschichte. Was, Ravnitschek, denken Sie, wenn Sie Weihnachtseinkäufe machen? Ich denke, was das kostet. Wenn ich die Sachen im Frühjahrsverkauf gesucht hätte, war es das selbe gewesen. Aber um die Hälfte billiger. Aber Ravnitschek, im Frühjahr können Sie doch nicht wissen, was sich Ihre Leute zu Weihnachten wünschen. Das weiß ich zu Weihnachten auch nicht. Ja, und für wen haben Sie schon alles eingekauft?
Was ist das für eine Frage? Ich gehe ins Geschäft rein, schnapp mir, was ich kriegen kann und schau, dass ich mit meinem Auto wieder heimkomme, bevor mir so ein Parkschleif aufschreibt. Ja, und dann? So, das pack ich aus, denk nach, wie mich's Anhänger kennt und überleg, ob ich mehr Pakete oder mehr Verwandte habe. Sie sind prosaisch, Trabnicek. Man schenkt doch, um den Leuten eine Freude zu machen. Macht es Ihnen keine Freude, wenn Sie etwas geschenkt bekommen? Nein. Wieso? Schauen Sie. Voriges Jahr zu Weihnachten schenk ich meinem Onkel eine Krawatten, die mir gefällt. Er schenkt mir Krawatten, die ihm gefällt. Also, was soll ich mit Ihrer Krawatten? Bestenfalls kann ich mich drauf anhängen. Sie haben, Trabnicek, keine Poesie. Denken Sie doch an die Kindheit, an Ihre Kindheit. Was pflegten Sie zu Weihnachten zu kriegen? Watschen. Wieso das, Trabnicek? Ich pflegte, den Baum anzuzünden. Absichtlich? Nein, es hat sich so ergeben. Na, glücklicherweise gibt es noch Leute, die sich ihr kindliches Gemüt bewahrt haben, die noch an das Christkind glauben. Ja, die Geschäftsleute. Nicht nur die, schauen Sie mich an. Ich zum Beispiel, ich ziehe mir zu Weihnachten immer am Pelz und am Bart an. Da werden Sie nicht gut ausschauen. Und ich bringe den Kindern Geschenke. Gehen Sie auch aufs Weihnachtsmann, Trabnicek? Ja, zu meiner Schwester. Haben Sie da auch am Bart und am Pelz? Nein, nimmer. Warum nicht mehr? Weil ich gekommen bin, da haben die Kinder immer gesagt, der Onkel Trabnicek ist da. Habe ich mir gedacht, gehst du mal in Zellü. Also ohne Bart. Ja, aber das ist doch keine Überraschung. Wieso? Die Kinder waren sehr überrascht. Sie haben nicht mehr gesagt, der Onkel Trabnicek kommt als Weihnachtsmann. Sie haben gesagt, der Weihnachtsmann kommt als Onkel Trabnicek. Kinder haben eben Fantasie. Für mich ist zu Weihnachten die ganze Stadt wie ein Märchen. Überall auf den Geschäftsstraßen blitzt und flimmert es. Mit Kerzen, Girlanden, Sternen, wenn Sie das alles so funkeln und leuchten sehen, Trabnicek, was wünschen Sie sich da? Ein Kurzschluss. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Mich freut, ja? Aber der schönste Brauch für mich ist aber, Trabnicek, die Spezialität, die nur Österreich hat. Was bitte hat nur Österreich? Die Stempel. Was für Stempel? Na, die Poststempel auf den Briefen. Aus Christkindl. Ist das nicht schön? Das ist für mich der sinnigste Brauch an der ganzen Weihnachtszeit. Das ist kein sinniger Brauch, das ist purer Zufall. Was für ein Zufall? Dass der Ort in Oberösterreich so heißt. Wenn ich Christkindl heißen möchte, könnte ich zu Weihnachten auch Briefe anstempeln. Sie können auf jeden Fall zu Weihnachten Briefe abstempeln, auch wenn es nicht Christkindl heißen. Ja, und wer hat da was davon, wenn ich zu Weihnachten Brief anstempel? Glauben Sie mir, da kommt irgendwer in Weihnachtsstimmung und draufsteht, Gruß vom Trabnicek. Genau, setzen Sie ihn doch her. Ich setze mich her, denn auch ich habe eine Geschichte mitgebracht. So, geht ja. Und zwar, wenn wir schon bei den Geschenken sind, geht es auch um ein Geschenk. Es kommt beim Schenken immer darauf an, dass man es klug organisiert. Kriegen wir so ein Präsent, wie man es bei uns nicht Krimskrams oder Plunder nennt, wird es gleich zum Weiterschenken registriert. Es kommt zum Zweck der klügeren Verwendbarkeit an einen sicheren Ort, manch Geschirr, manch verkitschtes Souvenir, Aschenbecher, Bonbonnier und so fort. Weihnachtsabend um 3:30 stand der Nachbar Ziegler vor der Tür. Zum frohen Feste überreichte er uns eine große Bonbonnier. Wir waren äußerst dankbar, weil man dieses Zeugs gut weiterschenken kann. Sei es Hochzeit oder Scheidung, Taufe, Jubiläum, jeder Anlass bietet sich doch dafür an. Jedoch das Schicksal hatte anderes vor. Und es geschah in diesem Jahr.
Meinem Mann und mich befiel ein begehrliches Gefühl, das durch Schokolade nur zu stillen war. Mit wildem Hunger stürzten wir uns beide auf die edle Süßigkeit. Aber in der Schachtel lag brauner Stein- und Moosbelag. Etwas Scheußlicheres gab's nicht weit und breit. Wir waren beide wutentbrannt. Bis Ziegler, unser Nachbar, uns gestand, dass er selbst diese Rarität von einem Freund erhalten hätte. Der Freund gab an, sie stamme von Herrn Müller und der bekam sie von Frau Brüller. Diese schenkte sie Herrn Grau und der wusste ganz genau, irgendjemand hat sie ihm einmal geliehen. Dem jemand schenkte sie seine Schwägerin, ihm wurden Zwillinge geboren. Diese wieder hatten sie von Herrn Meier vis-à-vis. Und die Spur, sie wurde hier beinahe verloren, aber wir beforschten weiter über 13 Ecken. Und da stellte sich heraus, es ist 7 Jahre her, dass ich selbst die Bonbonnière meiner Tante zum Geburtstag brachte ins Haus. Ein Schauder überfiel uns. Hier schloss sich also der Kreis. Plötzlich wurde uns allen klar, dass hier ein Stück Geschichte war. In stolzer Trauer gebe ich nun gramgebeugten Hauptes euch bekannt, die nationale Bonbonnière ist somit nicht mehr im Verkehr. Ja, und da gibt es auch ein wunderbares Lied dazu. Und es wäre auch ein Weihnachtswunsch, wenn man sich mal nicht Schokolade wünscht, sondern einen Mann. Vom Ephraim Kieschel, Vertrauen gegen Vertrauen. Damit Klarheit herrscht, Geld spielt bei uns keine Rolle, solange wir noch Kredit haben. Die Frage ist, was wir einander zu unserem Weihnachtsfest, dem Pascha-Fest, schenken sollen. Wir beginnen immer schon Monate vorher an Schlaflosigkeit zu hören. Was ist jetzt? Schlaflosigkeit finde ich super!
So. Du bist halt so schamlos. Das ist besser. Also, aber das ist kommt dann. Ein bisschen Hilfe. Teaser. So, der Plunderkasten zur weiteren Verwendung kommt ja für uns selbst nicht in Betracht. Es ist ein fürchterliches Problem. Vor 3 Jahren zum Beispiel schenkte mir meine Frau eine komplette Fechtausrüstung und bekam von mir eine zauberhafte Stehlampe. Ich fechte nicht. Vor 2 Jahren verfiel meine Frau auf eine Schreibtischgarnitur aus karrarischem Marmor samt Briefbeschwerer, Brieföffner, Briefhalter und Briefmappe, während ich sie mit einer zauberhaften Stehlampe überraschte. Ich schreibe keine Briefe. Voriges Jahr erreichte die Krise ihren Höhepunkt, als ich meine Frau mit einer zauberhaften Stehlampe bedachte und sie mich mit einer persischen Wasserpfeife. Ich rauche nicht. Heuer trieb uns die Suche nach passenden Geschenken beinahe in den Wahnsinn. Was sollten wir einander noch kaufen? Gute Freunde informierten mich, dass sie meine Frau im lebhaften Gespräch mit einer Grundstücksmaklerin gesehen hätten. Wir haben ein gemeinsames Bankkonto, für das meine Frau auch alleine zeichnungsberechtigt ist. Erbleichend nahm ich sie zur Seite. Liebling, das muss aufhören. Geschenke sollen Freude machen, aber keine Qual. Deshalb werden wir uns nie mehr den Kopf darüber zerbrechen, was wir einander schenken sollen. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen einem Feiertag und einem schottischen Kilt, den ich außerdem niemals tragen würde. Wir müssen vernünftig sein, wie es sich für Menschen unseres Intelligenzniveaus geziemt. Lass uns jetzt ein für alle Mal schwören, dass wir einander keine Geschenke mehr machen werden. Meine Frau fiel mir um den Hals und näßte ihn mit Tränen der Dankbarkeit. Auch sie hatte an einen solchen Löffel gedacht und hatte nur nicht gewagt, sie vorzuschlagen. Jetzt war das Problem für alle Zeit gelöst. Gott sei Dank. Am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich meiner Frau zum bevorstehenden Feste doch etwas kaufen müsste. Als erstes dachte ich an eine zauberhafte Stehlampe, kam aber wieder davon ab, weil unsere Wohnung durch 11 Stehlampen nun schon hinlänglich beleuchtet ist. Außer zauberhaften Stehlampen wüsste ich aber für meine Frau nichts Passendes. Oder höchstens ein Brillantendiadem. Das Einzige, was ihr noch fehlt. Einem Zeitungsinserat entnahm ich die derzeit gängigen Preise und ließ auch diesen Gedanken wieder fallen. 10 Tage vor dem festlichen Datum ertappte ich meine Frau, wie sie ein enormes Paket in unsere Wohnung schleppte. Ich zwang sie, es auf der Stelle zu öffnen. Es enthielt pulverisierte Milch. Ich öffnete jede Dose und untersuchte den Inhalt mit Hilfe eines Sieves auf Manschettenknöpfe, Krawattennadeln und ähnliche Fremdkörper. Ich fand nichts. Trotzdem eilte ich am nächsten Morgen, von unguten Ahnungen erfüllt, zur Bank. Tatsächlich. Meine Frau hatte 260 Pfund von unserem Konto abgehoben, auf dem jetzt nur noch 80 Agorot verblieben, die ich sofort abhob. Heißer Zorn überkam mich. Ganz wie du bist, fluchte ich in mich hinein. Dann kaufe ich dir also den Astrachenpelz, der uns ruinieren wird. Dann beginne ich jetzt Schulden zu machen, zu trinken und Kokain zu schnüpfen. Ganz wie du willst. Gerade als ich nach Hause kam, schlich meine Frau abermals mit einem riesigen Paket sich durch die Hintertür herein. Ich stürzte auf sie zu, entwand ihr das Paket und riss es auf. Natürlich, Herrenhemden. Eine Schere ergreifend und die Hemden zu Konfetti zerschneidend war eins. Da, 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 stieß ich keuchend hervor. Ich werde dich lehren, feierliche Schwüre zu brechen. Meine Frau, die soeben meine Hemden aus der Wäscherei geholt hatte, versuchte einzulenken. Wir sind erwachsene Menschen von hohem Intelligenzniveau, behauptete sie. Wir müssen Vertrauen zueinander haben. Sonst ist es mit unserem Eheleben vorbei. Ich brachte die Rede auf die abgehobenen 260 Pfund. Damit hätte sie ihre Schulden beim Friseur bezahlt, sagte sie. Einigermaßen betreten brach ich das Gespräch ab. Wie schändlich von mir, meine kluge Frau, die beste Ehefrau von allen, so völlig grundlos zu verdächtigen. Das Leben kehrte wieder in seine normalen Bahnen zurück. Im Schuhgeschäft sagte man mir, dass man die gewünschten Stangenlederschuhe für meine Frau
ohne Kenntnis der Fußmaße nicht anfertigen könne. Und ich sollte ein paar alte Schuhe als Muster bringen. Als ich mich mit dem Musterpaar unter den Arm aus dem Haustor drückte, sprang meine Frau, die dort auf der Lauer lag, mich hinterrücks an. Eine erregte Szene folgte. »Du charakterloses Monstrum«, sagte meine Frau. »Zuerst wirfst du mir vor, dass ich mich nicht an unsere Abmachung halte und dann brichst du sie selber. Wahrscheinlich würdest du mir auch noch Vorwürfe machen, weil ich dir nichts geschenkt habe.« So konnte es nicht weitergehen. Wir erneuerten unseren Eid. Im hellen Schein der 11 zauberhaften Stehlampen schworen wir uns zu, bestimmt und endgültig keine Geschenke zu kaufen. Zum ersten Mal seit Monaten zog Ruhe in meine Seele ein. Am nächsten Morgen folgte ich meiner Frau heimlich auf ihren Weg nach Jaffa und war sehr erleichtert, als ich sie ein Spezialgeschäft für Damenstrümpfe betreten sah. Fröhlich pfeifend kehrte ich nach Hause zurück. Das Fest stand bevor und es würde keine Überraschungen geben. Endlich! Auf dem Heimweg machte ich einen kurzen Besuch bei einem mir befreundeten Antiquitätenhändler und kaufte eine kleine chinesische Vase aus der Ming-Periode. Das Schicksal wollte es anders. Warum müssen die Autobusfahrer auch immer so unvermittelt stoppen? Ich versuchte, die Scherben zusammenzuleimen, aber das klappte nicht. Umso besser. Wenigstens kann mich meine Frau keines Vertragsbruches ziehen. Meine Frau empfing mich im Speisezimmer, festlich gekleidet und mit glückstrahlendem Gesicht. Auf dem großen Speisezimmertisch sah ich geschmackvoll arrangiert einen neuen elektrischen Rasierapparat, 3 Kugelschreiber, ein Schreibmaschinenfutteral aus Ziegenleder, eine Schachtel Skiwachs, einen Kanarienvogel komplett mit Käfig, eine Brieftasche, eine zauberhafte Stehlampe, einen Radiergummi und ein Koffergrammophon, das ich bei den alten Strumpfhändler in Jaffa unter der Hand gekauft hatte. Ich stand wie gelähmt und brachte kein Wort hervor. Meine Frau starrte mich ungläubig an. Sie konnte es nicht fassen, dass ich mit leeren Händen gekommen war. Dann brach sie in konvulsischen Schluchzen aus. Also, so einer bist du, so behandelst du mich. Einmal in Zeit könntest du mir eine kleine Freude machen, aber das fällt dir ja gar nicht ein. Pfui, pfui, pfui! Geh mir aus den Augen, ich will dich nie wiedersehen. Erst als sie geendet hatte, griff ich in die Tasche und zog die goldene Armbanduhr mit den Saphiren hervor. Kleiner dummer Liebling. Ja, es ist wirklich gefährlich. Also ich glaube, das wissen oder können eh einige schon von euch nachvollziehen, ist, ich spreche jetzt die Männer an, wenn wir Frauen sagen, wir wünschen uns wirklich nichts. Na, wirklich, wirklich, wirklich nichts. Es stimmt halt nicht wirklich. Also ist jetzt ein Tipp von mir. Also nach hast du auf jeden Fall Job, ey. Ja, wir sind sehr schwierige Geschöpfe und ja, und darum ist das immer sehr gefährlich mit dem Nix. Also ich hätte immer an eurer Stelle so ein kleines Geschenk im Bett. Ja. Das sollte aber zumindest golden sein. Das hast du jetzt gesagt. Oder ich schenke was ganz Besonderes, was in diesen Zeiten was Wunderschönes ist, und dem singe ich im nächsten Lied. Mit dir
Die besten Geschenke kommen ohne Papier. Erinnerung, die wir uns dran. Ich rahm sie mir alle gut an. Das ist, was wirklich bleibt. Schenk mir Zeit. Ein Haus irgendwo auf dem Land. Mit Seeblick und all drum und dran. Du, wo man Wochenende entspannt, wär ja ganz schön sicherlich, doch das wünsch ich mir nicht. Das alles bedeutet mir nichts, solang du nicht bei mir bist. Aber ein ganzer Tag nur du und ich, das war schön. Das kannst nur du mir erfüllen. Schenk mir Zeit. Mit dir auf mein Wunschzettel steht dieses Jahr gar nicht viel Zeit. Mit dir die besten Geschenke kommen ohne Papier. Erinnerung, die wir uns dann. Ich rahm sie mir alle gut an. Denn das, was zählt, was bleibt, schenk mir Zeit. Das sind wahre Worte. Allerdings. Ja, nur dass es euch dann nicht so ergeht wie dem Herrn in der nächsten Geschichte. Ja, ja, diese Geschichte ist von Loriot. Es sitzt heute im Publikum einer, den es betreffen könnte. Zumindest namentlich gesehen. Jetzt nicht das, was er tut, aber er heißt so. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leise niedersinken. Auf Edeltannleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her, durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei der Heimespflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend soll es sein. Und als das Rehnlin ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu. Er legte sie direkt von vorn, den Gatten über Kinn und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei-, dreimal, viermal die Schnuppernase. Und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drin, da läuft das Försters Blut von innen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Vor Vorfall legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück, als festtägliches Bratenstück. Und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste vom Geschenkpapier. Da dröhnt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt. Es ist Advent. Ja, also liebe Männer, aufgepasst. Ja? Ich weiß ja nicht, ob das deswegen ist, dass sie zu Weihnachten kein Geschenk von ihrem Förstergarten bekommen hat, aber
Also vielleicht auch kleine, klitzekleine. Und wenn dann schon kein Geschenk, dann eine schöne Karte schreiben oder einen Brief. Und wie das so funktioniert mit schönen Postkarten, das erzählt uns jetzt unser nächster Gast. Begrüßen Sie ganz recht herzlich mit mir Katharina Kramer-Heiden, Kabarettistin und Buchautorin. Das ist eine Gästin. Eine Gästin. Weißt du, man muss ja heutzutage schon politically correctness. Ja, doch, bitte. Frau Gästin, kommen Sie doch zu uns. Die Special Gästin. Bitte nehmen Sie Platz. Special Gästin musste was überreichen. Wir waren jetzt wirklich viel miteinander auf der Bühne, die Christa und ich. Sie ist ja mein Christkind, meine Elfe. Und du kriegst jetzt was, weil wir immer Geschenke weiterschenken. Du kriegst einen Potato Peeler. Oh, super. Auf Deutsch, ein Erdäpfelschöler. Für alle, die in mehr oder weniger Schatzi waren, wissen Sie warum. Das ist nämlich der Running Gag bei uns. Weil da frage ich die Katze, ob sie schon Weihnachtsgeschenke hat. Und Piano sitzt dann ein Pianospieler oder eine Spielerin. In dem Fall wäre es der Christian. Und dann frage ich immer ganz entzückt, Christian, kannst du dir vorstellen, hättest du eine Freude mit einem Erdäpfelschöler? Ja, vielleicht. Ja, auch sehr praktisch denken. Und ich sage dann immer ganz keck, wenn ich von der Katze einen Erdäpfelschöler kriege, heuer zu Weihnachten, dann weiß ich, wenn ich ihn schenke. Du bist so eine Böse. Na gut, damit behalten wir. Alles Liebe, danke. Ja. Also mein Name ist Katharina Kramer-Heiden, für die, die mich noch nicht kennen. Es kommt ja immer wieder zu Verwechslungen. Ich bin letztens erst im Land, also in der Herrgasse gewesen, im niederösterreichischen Landhaus und habe ein neues Buch geschrieben, was auch da liegt und so, und mich wahnsinnig gefreut. Und weil da waren zwei Damen, die sind schon mit so kleinen Autogrammkarteln gestanden und haben gewartet auf mich und so, und ich renne die Treppen hinauf. Und die eine sagt, darf ich ein Autogramm von Ihnen haben, darf ich ein Autogramm? Und ich natürlich als völlig uneitle Autorin denke mir, na schon, jetzt bin ich so berühmt, jetzt kommen sogar ältere Damen her, wollen ein Autogramm von mir haben, ist das nicht geil? Und ich gehe so hin und sage, na selbstverständlich, können Sie ein Autogramm von mir haben, ich unterschreibe. Und dann sagt die eine Dame zur anderen, wer war denn das? Winkel genommen, ja, und sagt die andere zu ihr drauf, das war die Verena Scheitz vom ORF. Nachsatz. Die ist aber auch fest geworden, gell? Und jetzt fange ich schon mit meiner Weihnachtsgeschichte an. Also, wenn Sie Weihnachtskarten, bitte schreiben Sie keine Weihnachtskarten, sonst würde es Ihnen so gehen wie mir. Ich liebe Weihnachtspost, egal in welcher Form sie hereinflattert, ob es Postkarten, Briefe oder Bettchen. Ich schreibe all jenen, die mich das Jahr über begleitet haben und das in sehr, sehr freundschaftlicher und sehr liebevoller Form. Die einen backen in Adventzeit, die anderen shoppen, ich schreibe. Weil ehrlich, mich nerven diese tausendfach weitergeleiteten Postings auf WhatsApp, Facebook oder auf Instagram, diese muskelstrotzenden Porno-Weihnachtsmänner-Videos oder diese völlig sinnentleerten Toilettensprüche, die mir irgendwelche TikTok-Kasperln erzählen. Die bekommen wir alle. Vom Tischler bis zur Putzfrau, von der besten Freundin bis zum Gynäkologen. Und ich will nicht alles sein, gerade nicht zu Weihnachten. Letztes Jahr ließ ich mir bei der Gestaltung der Karten etwas ganz Besonderes einfallen. Mein Mann, den ich mir Odysseus nenne, und ich als alterndes und sehr verliebtes Pärchen in einer Punschbude. Die weihnachtliche Szenerie wurde von einem doof dreinblickenden Elch umrahmt. Es war perfekt. Ich ließ von diesem Sujet 150 Karten drucken, setzte mich an den Küchentisch und fing zu schreiben an. Zuerst Briefe an all jene, die mir lieb waren und die sich auch sofort vor meinem inneren Augen versammelten. Die Mitzaloma, meine Schwiegermutter Doris, Berti, Ferdinand und Angelika, meine allerbeste Freundin. Wie aus einer Quelle sprudelte es aus mir heraus. Und weil ich an eine Quelle und auch an Flüssigkeit dachte, rührte sich mein Magen und meine Zunge in eindringlicher Deutlichkeit. Beide wollten Prosecco.
Den hatte ich mir nach so kurzer und so effektiver Schreibezeit wirklich verdient. Ich öffnete die Flasche und trank das Glas. Gluck, 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 gluck. Da ist ja wirklich ein Alkohol drin. Hallöchen. Na, trank das Glas in einem Zug hinunter. So eine Weihnachtskartenschreiberei macht ja wirklich durstig. Die nächsten Karten gingen an Fans meiner Kabarettabende. Nach etwa 2 Stunden und weiteren 35 Karten war ich fertig. Wuff, ich atmete kurz durch und schaute auf die Flasche. Ui, die war fast leer. Ich trank auch das letzte Schlückchen aus und stellte die nächste Flasche auf den Tisch. Wer sich an dieser Stelle über meinen Alkoholkonsum wundert, dem liefere ich nun 3 wichtige Argumente. A. Meine Leber ist nach 10-jähriger Tätigkeit in einem politischen Amt an Alkohol gewöhnt. B. Ich habe es mir nach der Aufzucht von 4 Söhnen einfach verdient. Und C. Ich bin groß und korpulentes Verdörzi. Mit einem freudigen Schwuppdiwupp erhob ich mein Glas und ließ Veranstalterinnen und Bibliothekarinnen herzallerliebst grüßen. Jetzt wurde es mir wirklich warm ums Herz. Nun kam die Großfamilie dran. Ich griff wieder nach dem Glas und gibt es in einem Zug hinunter. Nun hieß es Lügen, Lügen und nochmals Lügen. Aber warum eigentlich Lügen? Hatte mir nicht erst kürzlich mein Psychotherapeut geraten, die Dinge, die mich störten, in respektvoller Form zu äußern oder die Gefühle zumindest in Briefform zu artikulieren, um sich eine schwelende Wut einfach von der Leber zu schreiben? Danach könnte man ja das Geschriebene in einem Feuerritual verbrennen. Genau. Der Mann war seine 150 Euro wert. Ich würde jedem und jeder seine ganz persönliche Karte schreiben. Diese danach in 1000 kleine Fetzen zerreißen, die Papierflunzen mit Kräutern und Weihrauch vermischen und danach mein Haus räuchern. Zuerst schrieb ich an Tante Iris, eine saublöde Erbtante, wie sehr mich ihre Besuchte nervten, bei denen sie großzügig aus Wiens bester Konditorei haufenweise Mehlspeisen mitbrachte und sich wie eine großzügige Mäzenin feiern ließ, obwohl die Bäckereien um die Hälfte des Preises erstanden hatte, weil sie vom Vortag waren. Ich schloss den Brief mit der Drohung, sie beim nächsten Besuch samt ihrer großzügigen Dessertspende in der Biotonne entsorgen zu wollen. Dann kamen Traudi und Fredi dran, 2 echte Pfeifen. Eine Tante und ein Onkel aus Mistelbach, ein Psychologen-Ehepaar. Was soll ich Ihnen sagen? Ich erspare Ihnen Ihre Details. Ich endete mit den Worten, ich wünsche euch völlig irre Weihnachten in meiner Familie und danach ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Bumm, das hatte endlich gesessen und wieder eine Karte fertig auf den Stoß. Alle anderen Verwandten bekamen nettere Karten. Doch, halt, stopp. Eleonore, meine schaßlose, blöde Cousine, die hatte ich ja ganz vergessen. Ich nippte wieder meinem Glas. Zog mir die Ärmel über die Ellbogen und fing zu schreiben an. Liebe Elli, ups, ich werde ab heuer von euch einen Eintritt von 72 Euro in meinem Haus verlangen. Oh Mann und Nase, solltest du dich oder deine saublöden Kinder euch an den Zaun unseres Hauses wagen, ersäuf ich deinen Chihuahua, stopf ihn mir aus und stell mir das Hundsvieh aufs Klo. Frohes Schaffen, ihr Affen. Fertig! Gut. Da habe ich jemand meine Meinung gesagt, ab auf die Schlussfertige Prüfe. Upsi. Der nächste bitte. Buch, jetzt spürte ich ihn gewaltig. Ups.
Der nächste, ich war literarisch in absoluter Höchstform. Haha, nun wurde es lyrisch. Ich schrieb am Kali, dem pingeligen Sohn meines Schwagers, vom Beruf Hautarzt. Ich schrieb ihm inbrünstig: O Kalilein, o Kalilein, ab heute wird es anders sein. Von nun an seid ihr fest versprochen. Pfeif auf dich erst in 4 Wochen. Du und deine Kinderlein werdet nicht mehr unsere Gäste sein. Denn immer nach Martinischmäusen sind unsere Haare voll mit Läusen. In ein paar Wochen könnt ihr kommen, dann habt ihr unser Herz gewonnen. Denn seid sehr ordentlich gewaschen, dürft kommen, um vom Baum zu naschen. Fertig! Und eine glückliche Prostata. Und ab auf den Schoß. Der nächste bitte. Ein paar Zeilen noch, weil es gerade so leidenschaftlich in mir brannte. Und zwar für. Blablabla. Ich scrollte mit meinem Handy herum. Blablabla. Upsi, da habe ich sie. Für die Deutschprofessorin meines Sohnes. Jawohl! Er hatte zwar schon vor 10 Jahren maturiert, ich hatte aber nie die Möglichkeit gehabt, ein gefälliges Zeugnis auszustellen. Ich machte es mit 2 Wörtern. Nicht genügend, Professor! Und fertig, ab auf den Schuss. Der nächste wieder. Der nächste ging an den Herrn Pfarrer. Eine an den Gynäkologen. Und an Menschen, die ich wahllos aus den gelben Seiten des Telefonbuches gezogen hatte. Boah, bist du deppert. Bis war mir jetzt schon schummrig. Egal. Hatte ich jetzt Dankesworte für der gepflegte kleine Gynäkologenhandel dem Vorrangskuvert gesteckt? Blöd. Dann hatte ich aber wirklich meinem geliebten Arzt die Kerzerlutscher-Kritik ins Herrenmeeresbrüchel gesteckt. Ah, wurscht. Morgen war ja auch noch ein Tag. Glücklich und zufrieden fiel ich wie ein Stück Holz ins eheliche Bett und schlief auch sofort ein. Am nächsten Tag erwachte ich aus einem todesähnlichen Schlaf. Au, 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 mein Kopf brannte wie Feuer. Ich kroch in die Küche, das Haus, es war menschenleer. Mein Mann hatte mir ein kleines Weihnachtsfrühstück gerichtet, wie aufmerksam von ihm. In der duftenden Kaffeetasse schwamm ein Milchschaum. Darauf hatte er ein großes Herz aus Kakao gezeichnet. Ich seufzte. Ich hatte den besten Mann der Welt an meiner Seite. Ich nippte an meiner Tasse Kaffee und las den Brief, den er mir zu den frischen Semmeln gelegt hatte. Guten Morgen, meine herzallerliebste Frau. Ich bewundere dich. Du hast mit unseren Kindern und mit deinem Beruf unendlich viel zu tun und denkst trotzdem mit so viel Liebe und so viel Zärtlichkeit an die vielen, vielen Menschen um dich. Du glaubst gar nicht, wie wichtig unseren Freunden diese Weihnachtskarten sind. Sie sind Ausdruck tiefer Zuneigung und großer Wertschätzung. Schön, dass es Menschen wie dich gibt. Um dir etwas abzunehmen, habe ich am Weg zum Büro die Weihnachtskarten bereits zur Post gebracht und aufgegeben. Ich liebe dich, dein Odysseus. Und dann fiel ich bewusstlos vom Stuhl. Geschenk suchen. Katharina wird noch da bleiben bei uns. Sie hat ein paar Bücher mitgebracht. Sie sind fast überall ausverkauft. Das Buch hat so eingeschlagen heuer, dass es Gott sei Dank schon nachgefunden ist. Nein, sie ist wirklich eine wunderbare Geschichtenschreiberin und ich toure irrsinnig gerne mit dir durch ganz mittlerweile Niederösterreich und Wien. Und wir haben so tolle Auftritte gehabt. Hey, es war wirklich grenzgenial. Für heuer ist das aus, aber nächstes Jahr, wenn Sie irgendwo lesen, mehr Lametta Schatzi, dann kommen Sie. Und wie gesagt, sie hat noch 10 Bücher, hat sie noch mit, wenn jemand was braucht, sie schreibt auch gerne eine Widmung hinein. Wir sind die Lametta Girls ab nächstes Jahr. Ja, ab nächstes Jahr sind wir die Lametta Girls. Genau. Katharina Kramer, vielen Dank. Schickt ihn mit einem Backer von der Bühne, als kleines Dankeschön.
Am 24.12. darfst du erst hineinschauen, liebe Katharina. Südamerikaner so klein zusammenklappbar ist. Ja, das ist ja der So, und es geht bei uns Schlag auf Schlag. Ich bitte den nächsten Gast des Abends auf die Bühne. Da ist er schon. Einige werden ihn kennen. Ja, das ist mein Bruder, der vor kurzem mit Crew 2 einer wunderbaren Bluesband Tanzerlieder hier auf das Bühnenparkett gezaubert hat. Und heute wird er mich jetzt mit einem Titel begleiten. Und das darf man schon verraten, im zweiten Teil wird es dann eine coole Tanzernummer geben. Eines der 11 schmutzigen Lieder hat er mitgebracht, aber mehr verrate ich noch nicht. Jetzt haben wir mal eine sehr passende Geschichte zu Österreich, denn laut Statistik haben wir, weiß ich jetzt nicht, die Deutschen schon im Saufen überholt. Weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber oder auch nicht. Man hat halt immer eine gute Ausrede dafür. Und einige habe ich euch heute mitgebracht. Achso, er muss noch Stimmungsmusik machen. Er muss stimmen, ja, der Herr Rinnen, er hat so eine andere Temperatur, als wie zuerst auf der Straße. Er hat es nämlich probiert, das ist ein bisschen Straßenmusik draußen in Verstoffen. Aber ganz ehrlich gesagt, da kommt nichts ein, aber in Verstoffen kannst du ja so locker da. Naja, er hat es probiert, du. Für den Massenauflauf, wenn der Lazio noch dazu in Urlaub ist, da ist ja gar nichts los in St. Christophen mehr. Also da kann man schon einmal flitzen in St. Christophen. Aber probiert heiners. Vielleicht war der Hut zu klein, ich weiß nicht, hat nichts eingepasst. Und, hast du Stimmungsmusik gemacht? Ja, sie will halt mit mir spielen, das passt. Sie will? Ja. Brauchst du ein Licht, schon her? Wir haben da sowas. Und zu Weihnachten kann man schon ein bisschen weihnachtlich machen, Weihnachtslicht. Na gut, dann gehen wir's an. Alkohol gibt's immer einen Grund. Der Alkohol gibt's immer einen Grund. Trinken morgens, mittags, abend in Gesellschaft und allein. Und ein guter Grund zu trinken könnte sein. Nur wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, gell? Für Alkohol gibt's immer einen Grund. Nur so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Für Alkohol gibt's immer einen Grund. Na, hallo, Punsch trinken für den guten Zweck ist ja nicht verwerflich, ich meine. Licht ins Dunkel, Hilfswerk, Feuerwehr, Caritas, Rotzkreis, da kommt schon was zusammen, gell? Prost! Trinken Punsch und Glühwein, Gesellschaft und allein. Und ein guter Grund zum Trinken kann auch sein. Ja, die Musik von Cavalier und vom DJ Ötze. Für Alkohol gibt's immer einen Grund. Ich bin Lehrerin. Alkohol gibt's immer einen Grund. Ja, während der Herberg suche. Wir trinken, weil wir traurig sind im Keller und auch allein. Und ein guter Grund zu trinken kann auch sein. Ja, schon wieder kein kalten Prosecco im Kühlschrank. Alkohol gibt's immer einen Grund. Mein Mann hat seine Tage. Ja, und ich hab meine Regeln nicht gekriegt. Alkohol gibt's immer einen Grund. Aus rein medizinischen Gründen. Hallo? Wir trinken auf das Leben, auf die Zukunft in froher Schar. Und ein guter Grund zu trinken kann auch sein. Prosit, Neujahr. Erst weiß der Weihnachtsschuh, dann kommt der Schaß noch. Alkohol gibt's immer einen Grund. Aber einfach ein Durst, ho? Alkohol gibt's immer einen Grund. Ich hab gestern meinen Führerschein wieder gekriegt. Selbstbetrug beim Alkohol ergibt sich von allein.
und der beste Grund zu trinken wird wohl sein. Aber es war voll schmeckt. Naja, sag immer den Spaß wieder. Weihnachten, du Schick! Für Alkohol gibt's immer einen Grund. Alkohol gibt's immer einen Grund. Jetzt feiern wir Bad Heiligmacht bei schönem Kerzenschein und schenkt euch noch ein gutes Glas rein. Hallo! Prost, und jetzt auch da ein gewisser Deposit und trinken! Is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. I'll be singing. It doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn of popping. The lights are turned way down low. Aber wir hatten das schon am 1. Dezember so ähnlich. Ja, aber nur kurz. Und jetzt war andauernd. 8. Dezember, 18 Uhr. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschwebten. Es sah aus wie im Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hat eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein fantastischer Anblick. Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen, war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Habe zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt und fühlte mich wieder wie ein kleiner Junge. Habe die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneepflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschaufelt. Also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Die Sonne hat unseren ganzen schönen Schnee geschmolzen.
Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar sagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir werden definitiv eine weiße Weihnacht haben. Kein Schnee zu Weihnachten wäre schrecklich. Bob sagt, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Bob ist sehr nett. Ich bin froh, dass er unser Nachbar ist. 14. Dezember. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 Zentimeter die letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem. Aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist das Leben. Der Schneepflug kam heute Nachmittag zurück und hat wieder alles zugeschoben. Mir war nicht klar, dass ich so viel würde schaufeln müssen. Aber so komme ich wieder in Form. Wünschte, ich würde nicht so pusten und schnaufen. 15. Dezember. 60 cm Vorhersage. Habe meinen Kombi verscheuert und einen Jeep gekauft. Und Winterreifen für das Auto meiner Frau und zwei Extraschaufeln. Habe den Kühlschrank aufgefüllt. Meine Frau will einen Holzofen, falls der Strom ausfällt. Das ist lächerlich. Schließlich sind wir nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm, heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als ich Sand streuen wollte. Tut höllisch weh. Meine Frau hat eine Stunde gelacht. Das finde ich ziemlich grausam. 17. Dezember. Immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war 5 Stunden weg. Musste mich in Decken wickeln, um nicht zu erfrieren. Kein Fernseher, nichts zu tun, als meine Frau anzustarren und um zu versuchen, sie zu irritieren. Ich glaube, wir hätten einen Holzofen kaufen sollen. Würde das aber nie zugeben. Ich hasse es, wenn Sie recht haben. Ich hasse es, in meinem eigenen Wohnzimmer zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da. Aber nochmal 40 cm von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr Schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneepflug kam 2-mal vorbei. Habe versucht, eines der Nachbarskinder zum Schaufeln zu überreden. Aber die sagen, sie hätten keine Zeit, weil sie Hockey spielen müssen. Ich glaube, dass die lügen. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, dass die lügen. Bob sagt, dass ich schaufeln muss oder die Stadt macht es und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, dass er lügt. 22. Dezember. Bob hatte recht mit weißer Weihnacht, weil heute nochmal 30 cm von dem weißen Zeug gefallen sind. Und es ist so kalt, dass es bis August nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war zum Schaufeln und dann musste ich pinkeln. Als ich mich schließlich ausgezogen, gepinkelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln. Habe so versucht, für den Rest des Winters Bob anzuheuern, der eine Schneefräse an seinem Lastwagen hat. Aber er sagt, dass er zu viel zu tun hat. Ich glaube, dass der Wichser lügt. 23. Dezember. Nur 10 cm Schnee heute und es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Meine Frau wollte, dass ich heute das Haus dekoriere. Ist die beklopft? Ich habe keine Zeit, ich muss schaufeln. Warum hat sie es mir nicht schon vor einem Monat gesagt? Sie sagt, sie hätte. Aber ich glaube, dass sie lügt. 24. Dezember. 20 cm. Der Schnee ist vom Schneepflug so fest zusammengeschoben, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Falls ich jemals den Arsch kriege, der den Schneepflug fährt, ziehe ich ihn an seinen Eiern durch den Schnee. Ich weiß genau, dass er hinter der Ecke versteckt und wartet, bis ich mit den Schaufeln fertig bin. Und dann kommt er mit 150 km/h die Straße runtergerast und wirft tonnenweise Schnee auf die Stelle, wo ich gerade war. Heute Nacht wollte meine Frau mit mir Weihnachtslieder singen und Geschenke auspacken. Aber ich hatte keine Zeit. Musste nach dem Schneepflug Ausschau halten. 25. Dezember. Frohe Weihnachten. 60 cm mehr von der Scheiße. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam der Schneepflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm meine Schaufel über den Kopf gezogen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. Wenn ich mir noch einmal Wolfgang Petri anhören muss, werde ich sie umbringen.
26. Dezember. Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Es war alles Ihre Idee. Sie geht mir echt auf die Nerven. 27. Dezember. Die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen und die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember. Es hat sich auf 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschneit. Die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember. Nochmal 30 Zentimeter. Bob sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hält mich der eigentlich? 30. Dezember. Das Dach ist eingestürzt. Mein Vater verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren, 25 Zentimeter vorhergesagt. 31. Dezember. Habe den Rest vom Haus angesteckt. Nie mehr schaufeln. 8. Jänner. Mir ging es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Nur warum bin ich ans Bett gefesselt? Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, die Geschichte hat mich natürlich zu einer eigenen, in Deutsch gehaltenen Strophe inspiriert. Wenn es im Winter draußen schneit, dann hab ich am Murzer freit. Doch ärgern sie ja manche Leid, wann es schneit, wann es schneit, wann es schneit. Einfahrt frei, ihre Hände sind so schwer wie Blei. Die finden den Fünschnitt zum Schwein, aber ich lass noch mal schwein. Denn wenn ich da sitze auf mein Schneepflug oben, wenn die schreien, wird zurück in den Fort geschoben. Auf der Straße, da kann der Schnee nicht bleiben, auch wenn die Schaufler drunter. Und dann komm ich extra schnell daher. Mit meinem Flug lass ich schnell wieder schneien. Auf den Gehsteig und in die Einfahrt hinein. Ja, wer weiß das nicht? Alle Gehsteig- und Hausbesitzer werden ein Lied davon singen können, wenn man schaufelt und dann kommt der Schneepflug und haut wieder alles zu. Ist, glaube ich, jeden zweiten von euch schon so gegangen, oder? Daumen nach oben. Ja. Der Papa! Also, mir als Großstädter kann das nicht passieren. Ja, das ist ein Vorteil. Ja? Das hat einen Vorteil, das stimmt. Aber wie gesagt, was? War es richtig fad, genau. Naja, zum Glück geht es uns ja relativ gut oder leider, wir haben ja nicht so viel Schnee. Und das 2-3 Mal im Jahr, das holt man schon aus. Aber was waren da früher die Winter, gell? Da war das schon ganz anders. Ja. So, und jetzt geht's weiter mit einer Geschenksidee an euch. Ich darf den Archie und seine Tochter, die Sarah, auf die Bühne bitten. Denn ich habe, ja, hat eine Geschenksidee mitgebracht. Es ist ja sehr modern jetzt, dass man sich tätowieren lässt und wer noch nichts, wer noch kein Geschenk hat oder dann fällt mir ein Piercing. Piercing ist auch sehr in, cool gerade. Und das wäre so ein Last-Minute-Geschenk, ein Gutschein für ein Piercing. Viel Spaß! Ja, den weihnachtlichen Bogen hat die Christa jetzt schon gespannt. Wobei der Text ist nicht sehr weihnachtlich, aber macht sich das an. Thank you.
Piercing an einer Stelle, was eher haglich ist und was ich echt erzähl. Was hier passiert ist, dann wird's verstehen, das war nicht schön. Ihr Freund hat eins auf der Zunge und ehrlich ihn umschlungen, ist es ihm gelungen, sich zu verhaken mit seinem Piercing, bei ihrem Piercing. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, es war verteufelt. Die zwei sind zusammengekriegt und waren hilflos und verzweifelt. Nach ein paar Stunden haben sie es dann gefunden, in einer ungeheuren Kabine im Boden gefunden. Die Rettung und dann der Doktor, ein alter Nazi, noch dazu ein ganz verstockter. Der Mann, die Jugend, kennt keine Tugend und bei Moralsex geht die Moralex. Gewusst haben's bald alle, die Geschichte war peinlich. In einer Kleinstadt sind die Leute ja eher kennlich. Haben's durch den Dreck gezogen, die zwei sind weggezogen. Jetzt leben sie in Wien, da ist es sowas ziemlich hin. Und die Moral ist, ich sag's euch ehrlich, wenn's auch gebierst sind, ist es manchmal richtig gefährlich. Drum rate ich jeden, weil es ist bequemer, man soll bei solchen Sachen das Piercing rausnehmen. Das heißt Wein, Weib, Gesang und ja. Relativ zu roten, was er ist. Er ist Weib, ist er nicht. Der Gesang gar nicht. Er begleitet uns dann musikalisch, weil das muss man sich so vorstellen, das ist oft mitten irgendwo in den Weinbergen und, oder bei Heurigen. Und das ist meistens dann mit Stromanschluss nicht so einfach. Da begleitet er mich dann mit der Akustikgitarre. Kann man relativ spontan dann irgendwo sich aufstellen und so eine ganz tolle Geschichte. Und danke Achim nochmal für dein kurzfristiges. Ja, und wenn wir bei den Stehschaufler waren, Vorschrift ist Vorschrift. Die müssen sich an die Vorschriften halten, die müssen die Straße frei halten, können nicht überall gleichzeitig sein und deswegen müssen sie so schnell fahren. Und der Christian hat auch eine Vorschrift gefunden. Aber nicht aus Österreich, sondern? Ja, die ist aus Deutschland, die Vorschrift. Und das ist tatsächlich eine Vorschrift, das ist jetzt kein Spaß. Die gab es tatsächlich. Und zwar geht es um den Dienstweihnachtsbaum, der Erlass für Beamte. Erstens, Dienstweihnachtsbäume. Dienstweihnachtsbäume, DWBM, sind Weihnachtsbäume natürlichen Ursprungs oder natürlichen Weihnachtsbäumen nachgebildete Weihnachtsbäume, die zur Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt werden. Zweitens, Aufstellen von Dienstweihnachtsbäumen. Dienstweihnachtsbäume dürfen nur von sachkundigem Personal nach Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat darauf zu achten, dass Punkt A, der DWBM mit seinem
unteren, der Spitze entgegengesetzten Ende in einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter eingebracht und befestigt wird. B. Der DWBM in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er senkrecht steht. C. Im Umfallbereich des DWBM keine zerbrechlichen oder durch umfallenden DWBM in ihrer Funktion zu beeinträchtigten Anlagen vorhanden sind. Drittens, Behandlung der Beleuchtung. Die DWBM sind mit weihnachtlichem Behang nach Maßgaben des Vorstehers zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtung, deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffs mit Flammenwirkung beruht, sogenannte Kerzen, dürfen nur Verwendung finden, wenn a. die Bediensteten über die Gefahren von Feuersbrünsten hinreichend unterrichtet sind und b. während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der Feuerbekämpfung unterwiesener Beamter mit Feuerlöscher bereitsteht. Viertens. Aufführen von Krippenspielen und Absingen von Weihnachtsliedern. In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind folgende in der Personalabteilung vorzusehenden Personen notwendig. Maria, möglichst weibliche Beamtin oder ähnliche Person. Josef, älterer Beamter mit Bart. Kind, kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender. Esel und Schafe, geeignete Beamte aus der verschiedenen Laufbahn. Heilige Drei Könige, sehr religiöse Beamte. Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach Dienstgraden geordnet um den DWBM auf. Eventuelle vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch den Vorgesetzten in Gestalt eines Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden. Zwar ist bei einer solchen Gelegenheit das Besprechen unerledigter Verfügungen aus dem zu Ende gehenden Rechnungsjahr nicht unbedingt gefordert, jedoch scheint es angebracht, die allgemeine Anwesenheit des Dienstpersonals auch für Dienstgeschäfte zu nutzen. Wir bitten, vorgenannte Richtlinien in geeigneter Weise in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen bekannt zu geben. Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewährt. Bonn, den 11. September 1997, der Bundesminister für Finanzen, Theo Weigel. Vorschrift ist Vorschrift, wobei ich ja immer noch bezweifle, spätestens bei der Besetzung, dass da, dass das nicht, dass das ein Fake ist. Glaubst du wirklich, dass das so drin standen ist? Aber man weiß es nicht. Oh ja, doch, das ist so drin. Sie haben nur was vergessen, grundlegend. Ja, grundlegend. Ist euch bei der Besetzung was aufgefallen, was gefehlt hat? Mein Esel war ja dabei, aber der Jesus hat noch viel. Nein, denn das Jesuskind, was, genau. Was war da rein? Doch, jetzt habe ich mich dann gefragt, Esel und Schafe gibt es genug dann anscheinend da. Nein, nicht da. Nein, gut, ja eh. Aber Ochsen, die Ochsen sind nicht ausgegangen. Aber wir haben an die Ochsen gedacht und wir haben nachgeforscht. Und wir sind draufgekommen, dass der Ochs in der Krippe im Stall zu Bethlehem Rudi hieß. Rudi, das alte Rindfisch, steht auf der Alm und schaut gut rein. Denkt sie, warum bloß bin ich im Dezember immer noch im Freien? Hat mich der Bauer leicht vergessen? Na ja, es ist jetzt auch schon alt. Vielleicht darum gibt's einen Dreck zum Fressen. Und außerdem ist es arschkalt. Der Rudi ist ein alter Herr, ein Ochs und deswegen stolz. Drum hat er keine Glocken mehr, bis auf die eine um sein Hals. Und die fangen plötzlich an zum Leiten. Die Luft ist wie elektrisiert. Er sagt erst von der Weiden, kommt der Engel auf ihn zu marschiert.
sagt erst, ich hab heut einen Job für dich. Der Herrgott hat mit dir viel vor. Im Stall da drüben, wo der Geschraub schreit, dort gehst hin und stellst dich einfach dazu. Der Rudi denkt sich, habe der, ich weiß zwar nicht, was das soll. Aber für mich ist das eine große Ehre, na dann stell ich mich halt dort im Stall. Seitdem ist er in aller Munde und er hält sich für einen großen Star. Überall hört man die frohe Kunde. Hurra, der Heiland, der ist da. Der Rudi, der glaubt, dass das er ist, weil der Banker da im Strom kann's ja nicht sein. Vom Esel weiß keiner, wo der Herr ist. Also bleibt der Rudi fix dabei. Er ist der, um den es da geht, und er hat ein Riesenfleisch. Und seitdem er da im Stall steht, mein Besuch, er macht offen Leid. Da hat der Rudi leider eins vergessen, dass das Blatt sich auch sehr schnell mal wenden kann. Menschen, die brauchen was zum Essen, und der Rindfisch steht am Speiseplan. Wenn man genau den Rudi geschlacht hat, das ist leider nicht genau erforscht. Aber ich weiß, ob er sich doch tut, der Engel, der hat mich verarscht. Das war die Geschichte vom alten Rudi, er wuchs aus Bethlehem. Es war sehr erfunden, aber solche Geschichten schreibt das Leben. La 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 la, alle, ich bin Rudi. La 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 la. Was gibt's bei euch eher zu essen? Fisch? Noch Vorschläge? In Rudi? Rinderfilet ist ja, warum nicht? Aber okay. Was ist denn so typisch für Weihnachten? Was? Hühnersacker? Was? Acker? Fisch? Ja, genau. Und dazu gibt's von Heinz Gerhardt eine Weihnachtsgans. Tiefgefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihren weißen Sarg. Ohne Beine, Kopf und Gekröse ruht sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es doch zu kalt ihr? Man sieht's an der Gänsehaut. Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. Welch Duft zieht aus dem Herde durch die ganze Wohnung dann? Mach das gut, der Braten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Aber in Zeiten wie diesen gibt es ja sehr viele Veganer mittlerweile. Also müssen wir an die auch denken. Die basteln sich heute Gänz dann aus irgendwas, oder? Und dazu haben wir was gefunden. Chelsea hat das gefunden. Ein veganes Weihnachtsmenü. Na gut, dann gehen wir es mal an. Du weißt, ich bin nun mal kein Prolo. Wir sollten uns nicht so ernähren, als ob wir beide Prolos wären. Das tun wir nicht. Wir essen ja zum Weihnachtsfest heuer nur das Allerbeste. Gänsebraten, Kaviar, vom Kobe Rind, ein Beef Tartar, Seezunge mit weißem Trüffel und Mozzarella, Käse vom Büffel. Um Gottes Willen, ich will doch keine Tiere killen für die private Weihnachtsfeier. Ich will auch Käse nicht und Eier.
Glaubst du, dass ich solchen Mist mag zu Heiligabend und am Christtag? Ich höre auf die Tierschutzmahner und bin sein heute ein Veganer. Für mich ist es kein Gaumenkitzel. Räuchertofu, Seitanschnitzel, Kichererbsen, Kidneybohnen, rote Rüben und Melonen ersetzen weder Fleisch noch Fisch mir auf meinem Weihnachtstisch. Statt Beef Tartar kriege ich Falafel, so kostet einer der Waffel. Willst du echt, dass ich mich stress zu Weihnachten nur fleischlos esse? Dann bist du mein lieber Golo. Am Weihnachtsabend diesmal solo. Ich mach doch nur Spaß, Alvine. Du isst, was du willst, auch wenn du dafür Tiere killst. Is Rentiersteaks und Wachtelei, ich löffle meinen Hirsebrei. Und dazu saufen wir uns an, denn Champagner ist vegan. Prost! Prost! Ja, und da passt natürlich dann wieder ein ganz klassisches Weihnachtslied drauf. Bitte, Christian. Saallicht. Der Christian wird das erklären. Ja, jetzt möchte ich den Spieß ein bisschen umdrehen. Und zwar, ich werde jetzt ein Weihnachtslied spielen und einen Komponisten dazu. Und Sie müssen das erraten. Sie dürfen es natürlich auch da hinausschreien, aber ich spiele es trotzdem fertig. Ja. Yeah.
Da können wir gerne noch eins draufgeben, natürlich. Dann kommst du gleich rein. Du wohnst in Schwolpen, Hörschwitz. Aber das kennt man. Nennen Sie mir bitte ein paar Töne, also C, D, E, F, G, A, H, C, irgendein C. A. A, ich schreibe mit, ein A, C. Ein C, ein B, habe ich gehört. Nochmal C. Und ein letztes noch, ein C noch einmal. Yes. Jetzt haben wir schon vier, was? Also A, C, B und C. Ich werde versuchen, was daraus zu komponieren. Ich spiele es mal vor. Klassisch an. Wir haben aber nicht nur erforscht, dass der Rudi in der Krippe der Ochs ist, also dass der Ochs Rudi hieß, sondern wir sind auch draufgekommen, das kennen vielleicht einige von euch, dass es einen vierten heiligen Dreikönig gab. Ja, ja, es ist eine böhmische Weihnachtsgeschichte und das Lustige ist, man glaubt immer, böhmische Weihnachtsgeschichte, das geht so zurück 1915 oder 1800 irgendwas. Irrtum. Diese Geschichte ist 1999 von einem Wiener Mundartdichter geschrieben worden und der kam aus Favoriten. Und die ganze Geschichte geht auch so. Ich fürchte, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin der vierte heilige Dreikönig. Geboren, na das hört man eh, im schönen Radetsch-Kralove. Mit Namen Ježi Brihoda, in der Bibel stehe ich Nivoda.
Das ist eine traurige Geschichte, die welche heute ich euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehem gemacht einen Umweg über Bämen. Und darauf habe ich gleich gewischt. Geboren ist Herr Jesus Christ. Nun, weil wir Bämen benehmen haben, besucht die gleich schöne Gäben. Natürlich nicht kein Schistig-Schastel. Nein, all mit Zerquarke, in Hulzen und Kassel. Meine Kollegen, die anderen drei König, waren ungeduldig schon ein wenig. In der Maskusch, sie mussten warten, bis ich gekommen bin vom Norden. Und Schimpfer möchte ich kriegen. Na, sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön, man hat die Sonne nur gesehen. Na, Brosimbane, was sag ich Ihnen? Mein Quagel fängt sich an zu rinnen. Der Balthasar hat gleich geschnüffelt, was in der Wiste da so tiftelt. Doch ich hab zu ihm gesagt, du weißt nix. Ein Quagel, was nicht tiftelt, der heißt nix. Der Stern, der vor uns herangezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat gemacht am Bremser ihren Stadel. Drin war ein Bursch mit seinem Madel und in einem Bramburikistel mit Strom und Windel. Da ist das Leben, das himmlische Kindl. Der Kaspar, Melchior, Balthasar bringen Gold, Weihrauch, Mirre da und ich bring Kistel Hulzenes mit Olmitzer Quagel. Schmulzenes. Darauf sagt der Josef, Maria, ich möchte wissen, hat sich der Bub schon wieder Der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich darum nur sehr wenig. Ich bin der Vierte, der heilige Dreikönig. Auch in der nächsten Geschichte tieft es ein wenig, aber jetzt nicht vorm Stall, sondern im Stall. Jo, und zwar geht es doch um den Christkindpups. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, alle Menschen sind erfreut, denn in dieser heiligen Nacht hat das Christkindlein zur Welt gebracht. Die Stadt war still, der Himmel klar, der Stern so hell und wunderbar. Und in der Krippe zart und klein schlief das süße Jesulein. Plötzlich aber in die Stille, nicht mit Absicht oder Wille, hat mitten in der heiligen Nacht das Christkind einen Pfff gemacht. Kaum zu hören war das Tönchen von Gottes neugeborenem Söhnchen und das Düftchen zart und fein aus dem Popo vom Jesulein verbreitet sich, man glaubt es kaum, in Windeseile durch den Raum. Und wie man weiß, tun's laut nicht, leise aber fürchterlich. Josef, man sieht's, ist leicht verstört, er glaubt, er hat nicht recht gehört. Maria, die sonst immer lächelt, hält sich die Nase zu und fächelt. Und Ochs und Esel dicht an dicht schauen sich an. Ich war das nicht. Die Schafe vor den Stall verblassen, wer hat hier einen fahren lassen? Die Hirten wie aus einem Munde. Wer hat gefurzt? Tun Sie kund! Die Könige rümpfen die Nase ob diesen sonderlichen Gase. Und Kaspar geistesgegenwärtig macht Weihrauch zum Entzünden fertig. Doch selbst die drei vom Morgenland gewinnen nicht die Oberhand. Wie sie auch wedeln lang und kurz, nichts übertrifft den Babyfurz. Selbst der Stern zuvor noch munter fällt fast vom Himmelszelt herunter und erblasst ob diesen Winden. Wie soll man so zur Krippe finden? Die Prophezeiung droht zu platzen, schon pfeifen von den Dächern Spatzen. Habt ihr es gehört? Beim kleinen Christ stinkt's ziemlich krass nach Schweinemist. Und schließlich wollen sogleich alle fliehen aus dem heiligen Stalle. Bedenket doch, wenn alle gesehen, was soll denn in der Bibel stehen? Wenn alle Zeugen sich verschüssen, wird man was anderes schreiben müssen. Zum Beispiel, kaum geboren tat das Kind einen fürchterlichen Wind. Ebenso schrecklich auch der Hohn. Was? So einer ist Gottes Sohn? Doch so weit ist es nicht gekommen. Gott selbst hat es in die Hand genommen. Er schaut hinieder zu der Krippe und sieht, es steht schon auf der Kippe. Und holt Giftluft, zieht alles ein und verwandelt wie sein Sohn den Wein, den Furz in einen edlen Duft.
Hosianna, endlich wieder frische Luft. Ja, und mit dem nächsten Lied möchten wir ein bisschen schon hinweisen, der Christ und ich, zusammen mit seinem Sohnemann, mit dem Alex, der wunderbar Schlagzeug spielt, werden wir im Frühjahr, also im Juni, ein Konzert wieder geben, ebenfalls hier, mit Evergreens, Swing und ein bisschen Jazz. Und ja, also das wird wahrscheinlich auch vorkommen. Und es ist ja nicht nur deswegen heute da auf der Liste, sondern es ist so, dass davor, es geht um den Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Kennst den Titel sicher. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Und kommst dann ganz viele im Juni zu unserem Konzert. Denn was gibt's Schöneres im Winter? Seine Kamin, ein gutes Glas Rotwein und ein gutes Lied.
Und nachdem wir ja sehr modern auch mittlerweile sind, gibt es einen Auszug aus dem Evangelium nach Facebook. Und ihr wisst ja alle, im Facebook gibt es immer diese Gefällt mir, also die ganzen Emoji. Und wir haben uns da jetzt was überlegt dazu. Jetzt schauen wir mal, ob die liebe Jessie das so hinkriegt, wie wir das geprobt haben. Aber schauen wir mal. Kann nur besser werden. Das war ja toll. Ich habe das geglaubt. Also, die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist in einer Beziehung mit Josef von Nazareth. Josef von Nazareth gefällt das. Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Erzengel Gabriel befreundet. Gott gefällt das. Der Erzengel Gabriel hat einen Link an Marias Pinnwand gepostet. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die Gefahren sexuell übertragbarer Krankheiten. Die Jungfrau Maria ist jetzt ein Fan von unbefleckter Empfängnis. Erzengel Gabriel gefällt das. Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Gott befreundet. Die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist jetzt in einer offenen Beziehung. Die Jungfrau Maria ist interessiert an Männern und allmächtigen Geschöpfen. Gott gefällt das. Die Jungfrau Maria, Erzengel Gabriel und Gott werden an der Veranstaltung unbefleckte Empfängnis teilnehmen. Die Jungfrau Maria ist schwanger. Josef von Nazareth findet das scheiße. Josef von Nazareth hat ein neues Handybild hochgeladen. Der kleine Bastard in der Krippe. Gott gefällt das. Jesus von Nazareth hat eine Veranstaltung hinzugefügt. Die Hirten werden an der Veranstaltung Weihnachten Nummer 1 teilnehmen. Kaspar, Melchior und Balthasar sind jetzt Freunde von Jesus von Nazareth. Kaspar, Melchior und Balthasar haben Jesus von Nazareth ein Geschenk an seine Pinnwand gepostet. Möchtest du Jesus von Nazareth auch ein Geschenk an seine Pinnwand posten? Josef von Nazareth ist jetzt ein Fan von Myrrhe, Gold und Weihrauch. Die Jungfrau Maria ist der Gruppe beigetreten. Der Vater meines Kindes ist ein allmächtiges Geschöpf, zahlt aber trotzdem keinen Unterhalt. Jesus, Johannes und 11 andere werden an der Veranstaltung das letzte Abendmahl teilnehmen. Jesus hat eine Nachricht an Petrus Pinnwand gepostet. Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Judas gefällt das. Jesus hat das Brot auf seiner Pinnwand geteilt. Simon und 11 anderen gefällt das. Jesus wird verhaftet. Judas gefällt das. Jesus von Nazareth ist jetzt mit Pontius Pilatus befreundet. Jesus wird an der Veranstaltung Kreuzigung teilnehmen. Jesus wird gekreuzigt. Pontius Pilatus hat eine Nachricht an Jesus Pinnwand gepostet. Jesus von Nazareth via Twitter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus von Nazareth stirbt. Das Profil von Jesus von Nazareth ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Jesus von Nazareth ist auferstanden. Maria Magdalena und 2,3 Milliarden anderen gefällt das. Wir sind schon fast am Ende unseres offiziellen Programms und der Christian hat noch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte mit dem Titel Weihnachtsfrieden mitgebracht. Von der Flora Neuberger im Übrigen. Weihnachtsglocken, Weihnachtsbaum und der Streiterei daheim. Alle sind schon wieder gestresst. Oh, du schönes Weihnachtsfest. Noch im Rohr der Gänsebraten, auf den alle seligst warten. Oma brummt, ja, wird nix werden, weil die kann von unten drauf klären. Und die Mutter rennt gleich heiß. Wenn's die Oma besser weiß. Vater stellt den Baum gerade auf, steigt auf die Geschenke drauf. Peppel fängt zum Ranzen an. Kriege ich heute bei Autobahn? Vater schreit, die Mädchen haben da leistet, kein dubletter Bauer. Darauf mischt sich gleich die Oma ein. Tu nicht mit dem Peppel schreien. Und der Hund kann unterdessen heimlich die 6 Knackwurst fressen. Endlich ist es dann soweit und der Christbaum schon bereit, dass der in der Schrägen steht, sich der Vater leider näht. Und er zündet die Kerzen an, weil nur er das richtig kann. Weihnachtsfest hat angefangen, Tränen rollen über Wangen,
Omas weiches Herz erbebt, weiß der Opa nicht damit. Peppa fängt zum Weinen an. Wo ist meine Autobahn? Auf dem Teppich tropft das Harz und die Gans wird langsam schwarz. Wie der Hund durchs Zimmer rennt, fällt der Baum um und er brennt. Mutter fängt zum Kreischen an, ein Peppa schreit, meine Autobahn! Vater rennt gleich ums Labor, schütt alle Geschenke zu. Oma packt zwei Flaschen Wein, schützt in die Flammen rein. Peppa blärt, der Rexi böd, oh du stille Weihnachtswöd. Feuersbrunst ist schnell erloschen, Peppa kriegt eine auf die Goschen. Der Bub kann doch nix dafür, schreit die Oma wieder als wir von der Brille. Lass mal den Dreck, den Rampen und die Mama weg. Weinselig stinkt das ganze Zimmer, nur zum Trinken gibt's ja nimmer. Aufgeweckt sind die Weihnachtsbackeln, die kommen eh zum Mist ins Sackel. Autobahn ging nicht verloren, Aquaplaning kaum erfahren. Das Ganze war schwarz, als wir die Best. Oh, du schönes Weihnachtsfest. Ja, und zum Abschluss gibt's für euch die Kugel. Der Titel meiner Austropop-CD, die ich vor ein paar Jahren aufgenommen habe. Gute Nachricht, na, die schlechte, sie ist vergriffen. Die gute, ich werde sie im Jänner, Februar neu aufnehmen, remastern und dann gibt's es wieder. Hoffentlich dann im März. Es ist im Leben, wie er ihn spürt. Manchmal rennt's nicht, wie man will. Da kannst du dich ärgern und am Kopf stellen und ihm selbst mit Leid dich quälen. Es ist nicht immer alles fair. Mal hat man's leicht und dann mal schwer. Doch wo man aufgibt und zerbricht, das entscheidet das Schicksal nicht. Nach vor und nie zurück. Wenn man glaubt, man weiß, wie es geht, dann muss man setzen, sonst ist es spät. Weil wenn die Kugel einmal rollt, kannst du nur warten, wohin es fällt. Manchmal rennt das Spiel für dich und manchmal glaubst du, der Fall wird hin. Einmal war, ist einmal gewesen und wird er irgendwann vergessen. Man darf nicht den Mut verlieren und nicht aufhören zum Probieren. Oft wird man dann erst gescheiter werden, wenn man meint, das ist zum Rehen. Denn um manches zu verstehen, ein neues Spiel, ein neues Glück. Es geht nach vor und nie zurück. Wenn man glaubt, man weiß, wie es geht, dann muss man sitzen. Ein neues Spiel, ein neues Glück, es geht nach vorne.
nicht so gut geht da draußen, denen widme ich natürlich auch das Lied. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, der Christian Jeschko, der Christian Desinski und die Chase. Frohe Weihnachten! Nein, ich starte jetzt ja gleich, du singst ja diesmal nur, genau. Alles klar. Nur. Naja, er begleitet sich ja sonst immer selber, der ist ja so tüchtig. Viel fleißiger als ich, lass mich immer begleiten. Bin ja faul im Grunde. Was hast du jetzt du gesagt? Die hast du nicht gemacht. Würde ich mir nie sagen. Na gut, also das Kugel-Roulette ist jetzt auf uns gefallen, dass wir die erste Zugabe spielen. Ich habe so gedacht, dass es eigentlich schon Silvester kommt, bald, mit Riesenschritten. Und ich hoffe, ihr habt euch auch alle so wie ich jedes Jahr wieder neue Vorsätze gemacht und genommen. Und ich halte es alle nicht ein, so wie alle von uns. Warum mache ich mir keine heuer? Ich habe schon lange keine mehr. Ja, manche doch, wenn wir gleich hören. Ne? Genau. Bitte fleißig mitsingen! Oh.
war bestimmt das letzte Mal, ich schwör's. Ich hab so wie's ihr Leben muss, du weißt ja eh, wie ich die mag. Da sagt zu mir mein Mann, ein Hoch zu, was ich dir sag. Und zwar eine dänische Weihnachtsgeschichte. Eine dänische, Christian Zaczynski. Mr. Christian Zaczynski, would you please take the seat at your piano? Because it's a... It's a dänische... Yeah. That's the way I like it. Because you can maybe mich unterstützen in der Dazwischen-Song. Es ist das Lied, du weißt, von Udo Jürgens. Merry Christmas. Maybe you can begleiten. Das nicht geprobt. Nein, das ist wirklich, das ist super. Live. Wir haben es nicht geprobt. We are. Nein, der verarscht uns. So, also wir gingen jetzt los. So. When the snow falls wunderbar and the children happy are. When the clutter is on the street and we all a Glühwein need. Then you know, es ist soweit. She is here, the Weihnachtszeit. Every Parkhaus is besetzt, while the people fahren jetzt. All to Kaufhof, Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt. Shopping hirnverbrannte things, and the Christmas Glocke rings. Merry Christmas, Merry Christmas. Mother in the kitchen bakes Schoko, Nuss and Mandel cakes. Daddy in the Nebenraum schmücks a riesen Weihnachtsbaum. He's hanging off the balls, Daddy from the Leiter falls. Finally the Kinderlein to the Zimmer kommen rein and a sings the family schauerlich a Christmas tree. And the jeder in the house is packing die Geschenke aus. Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Mama finds under the tanne eine brand new Teflonpfanne, Papa gets a Schlips and Socken, everybody does frohlocken, President speaks in TV, all around is harmony. His mother in the kitchen runs, in the oven the burns the Weihnachtskranz. And so comes the Feuerwehr with tatütata daher. And they bring a long, long Schlauch and a long, long Leiter auch. And they schrei dann, was am Arsch? Christmas evening is im Arsch. A Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights. Thank you.
more than just a game for two. Two in love can make it break my heart, but please don't break it. Love is made for me and you. Or you? Thank you.